Ich begrüße euch hier vom Fluss. Wir sitzen hier am Rhein. Es ist ein wunderschöner Frühjahrstag. Die Sonne kommt raus. Es sind die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahr. Man merkt, es wird spürbar wärmer. Und klar, was liegt da näher, als raus ans Wasser zu gehen und zu angeln. Und gerade auch das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie sehr die Leute zurück zum Wasser gehen, in die Natur gehen und auch draußen sich einfach wohler fühlen. Und wir in der Angelbranche merken das auch ganz extrem. Wir verbuchen immer mehr Angler, die ans Ufer gehen. Und natürlich, was liegt uns da mehr am Herzen als das Thema Carp Care? Und wir möchten natürlich den Neueinsteigern zeigen oder erklären, was wir an Karpfenangel-Abhakmatten im Sortiment haben. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Beginnen möchte ich mit unseren STR Weight Slings. Und die STR Weight Sling, das STR steht für Short Term Retention, heißt, wir verwenden diese Aufbewahrungsgegenstände für Karpfen dazu. Ich habe den Karpfen gefangen, habe den im Netz, tue ihn kurz hier rein, sich beruhigen lassen, mache in der Zeit mein Fotoequipment, mein Wiegeequipment klar und habe dann den Fisch hier drin sicher aufbewahrt und kann den ganz sicher und sauber aus dem Wasser heben. Achtet beim Rausheben als Anfänger immer drauf, dass die Flossen des Fisches angelegt sind, dass ihm nichts passieren kann. Denn es ist Carp Care, wie der Name ja schon gesagt hat vorher. Folgende Merkmale, Ausstellungsmerkmale haben wir hier. Und zwar, ihr seht es, wir haben hier Metallösen an dem Weight Sling. Die sind dafür da, um den Fisch korrekt zu wiegen, das schön oben einzuhängen. Wir haben hier des Weiteren Tragegriffe, somit könnt ihr den Fisch super komfortabel und einfach gerade rausheben. Hier verbiegt sich nichts, nicht wie bei einem normalen Karpfensack, der so runterhängt, wo sich der Fisch verformt. Lasst das ganz weg. Das hier ist super stabil, das ist die beste Art der Aufbewahrung. Des Weiteren haben wir hier eine kleine Tasche. Da habt ihr ein Seil drin. Dieses Seil ist mit einem Gewinde versehen, das kommt an euren Bankstick, den könnt ihr am Ufer hinstecken und somit ist der STR Weight Sling immer super sicher aufbewahrt. Die STR Weight Slings sind erhältlich in zwei verschiedenen Größen. Zum einen die STR Weight Sling in XL, passt perfekt für die großen Matten und zum anderen die STR Weight Sling in Standard, passt perfekt für die Standardmatte. Zum Thema Abhakmatten gibt es Folgendes zu sagen. Zum einen ist ganz wichtig, besitzt eine, kauft euch eine. Zum anderen ist ganz wichtig, es gibt ganz viele verschiedene Modelle am Markt und da wiederum muss man es wirklich so handeln, kauft euch eine mit einer höheren Auflage seitlich, sodass der Fisch nicht raus kann, also mit einem Rand praktisch. Und unter der ganzen Vielzahl der verschiedenen Abhakmatten möchte ich euch heute mal drei von unseren Abhakmatten vorstellen. Wir beginnen hier, oder ich beginne hier mit der Carpmaster Deluxe Version. Die Carpmaster Deluxe ist unsere meistverkaufte Abhakmatte seit Jahren. Sie ist wirklich ganz Europa beliebt. Die Angler wissen, man kann ihr wirklich vertrauen, dem Karpfen passiert nichts. Hier kann ich den Karpfen reinlegen und er ist super soft gebettet. Selbst hier in der Aufkantung ist eine etwa 5 bis 6 cm starke Schaumstoffaufkantung. Selbst da kann nichts passieren. Einen kleinen Tipp möchte ich euch noch geben für die Bodenauflage. Und zwar, ihr seht das, die kann man hier knicken. Wenn ihr die also reinlegt, achtet immer darauf, dass die glatte Seite nach oben zeigt. Denn habt ihr die zum Beispiel so rum, kann ein Fisch mit Flossen hier reinkommen und kann im übelsten Fall natürlich auch die Flosse sich brechen. Das sollte nicht der Fall sein. Müsst ihr wirklich darauf achten, da gibt es auch andere Hersteller am Markt, die bieten das so an. Andersrum gefaltet, das ist der falsche Weg. Das ist der richtige Weg. Hier eine gerade, glatte Oberfläche und dem Fisch kann nichts passieren. Sie ist recht klein im Transportmaß und es gibt diverse andere Features, wie zum Beispiel auf der Außenseite ist eine Tasche angebracht. Da habt ihr zum Beispiel Platz für eine Waage reinzutun, für Klinik reinzutun oder auch ein Handtuch. Die Abhakmatte ist des Weiteren ausgestattet auf der Unterseite mit D-Ringen. Das heißt, ihr könnt wirklich einen Hering in den Boden stecken, sodass die Matte bei Wind auch wirklich liegen bleibt. Ein ganz wichtiges Utensil ist, und es sollte an keiner dieser Abhakmatten fehlen, ist immer ein Cover, also praktisch eine Abdeckung. Die Abdeckung ist hier mit Klettband und die Abdeckung bewirkt Folgendes. Die Fische kommen nach dem Fang hier rein und um die etwas zu beruhigen, auch um sicher zu gehen, dass sie nicht schlagen, ist es wichtig, die Abdeckung drauf zu machen und den Fisch einfach abzudunkeln. In dem Moment, wo der Fisch dunkel hat um sich rum, wird er sich
kaum noch bewegen. Ganz, ganz selten, dass er dann noch irgendwie schlägt auf der Matte. Und das macht es umso sicherer. Genauso solltet ihr den Fisch mit der Matte zum Wasser tragen. Sind große Griffe dran, auch da ist die Abdeckung wichtig, denn somit kann der Fisch nicht rausspringen. Dann habt ihr hier große Griffe, könnt den Fisch ans Wasser bringen und dort versorgen. Die Matte sieht im ersten Moment recht groß aus im Transport, aber wir haben uns was einfallen lassen. Und zwar, ihr klappt einfach das Inlay nach oben weg, öffnet das hier komplett, öffnet das hier komplett und könnt somit das gerade zusammenrollen. Macht einmal den Deckel drumherum und habt ein schlankeres, schmales Paket im Transport. Die Carp Cradle hat noch eine weitere Besonderheit, und zwar, wir haben praktisch ein Fenster sozusagen, eine Tür. Das können wir hier öffnen, das mit Klettband. Und ihr seht es schon, wenn jetzt die Matte im Wasser liegt, kann der Fisch gerade so wunderbar rausgleiten. Die Carp Master Deluxe Matten gibt es in zwei Größen. Ihr seht es, einmal hier oben die 1,10 Meter auf 60 Version und einmal hier unten die 1,35 Meter auf 70 cm Version. Dann haben wir des Weiteren die Carp Master Air Abhackmatte im Programm. Die Carp Master Air zeichnet sich durch Folgendes aus. Und zwar, sie ist eine aufblasbare Abhackmatte und es wird auch ein Blasebalg mitgeliefert. Sie ist extrem leicht, super leicht und komfortabel im Handling, auch im Transport und vor allem im Transport, denn das Transportmaß ist wirklich, die schnallt man sich hier unter den Arm und läuft los. Und dann kommt natürlich der letzte Punkt noch, sie ist extrem fischschonend. Und das ist ja das Wichtigste. Die Carp Master Air hat im Innenleben eine ganz weiche und dicke Foam-Matratze. Somit liegt der Fisch da sauber drin. Diese Matratze oder dieser Foam ist auch komplett umschweißt, kann kein Wasser eindringen, bleibt also immer trocken. Und unsere Fische liegen sauber auf. Ich kann diese Matte in zwei Varianten nutzen. Heißt einmal, wie wir es hier sehen, als Standardmatte, ganz normal. Und drehe sie rum und habe somit diesen Cradle-Style, drückt das hier einfach nur nach unten, ihr seht das schon, dann fällt das Innenleben nach unten und ein Fisch liegt hier drin. Und das ist eine super Geschichte zum Fotos machen, denn der Fisch liegt tiefer und ihr könnt den so schön anheben und habt den perfekt hier auf der Matte drauf. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist der Vorteil der Carp Master Air Matte und sie wird natürlich auch geliefert mit einem Cover. Das Cover könnt ihr sowohl über die Unterseite als auch auf der Hauptseite drüber machen, um auch hier wieder euren Fisch ganz sicher und sauber und vor allem ruhig aufzubewahren in der Zeit, in der ihr den Fisch abhackt. Die Matte hat 4 Tragegriffe, auf jeder Seite 2, damit lässt es sich super einfach handeln und hat auf jeder Ecke nochmal eine Öse für einen Hering, eine D-Ring-Öse, um die Matte im Boden zu befestigen bei Wind. Die Carp Master Air Matten gibt es in zwei Versionen, und zwar einmal in 1,25 Meter auf 75 und die große Version, die XL-Version, in 1,50 Meter auf 95. Die nächste Abhackmatte, die ich euch aus unserem Sortiment vorstellen möchte, ist die Carp Master Cradle. Und ihr seht es auch schon, sie ist auf einem Rahmenelement aufgebaut und auch komplett variabel und justierbar. Die Carp Master Cradle hat auch, wie die anderen Matten schon zuvor, ein Cover, mit dem ich den Fisch zudecken kann, dass er schön dunkel und auch dadurch ruhig liegt. Sie ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier ein komplett umsäumtes, mit Schaumstoff umsäumtes, Bett, in dem der Fisch eingebettet, weich und sicher drin liegt. Und das hat wiederum einen Vorteil. Der Fisch kann hier überhaupt gar keine Kraft aufbauen und schlagen und rausspringen. Das geht bei den Cradles nicht. Jedes Mal, wenn der Fisch sich bewegen möchte, dreht er sich automatisch. Und das macht es super sicher und auch sehr, sehr angenehm vom Handling, auch gerade für große Fische. Und für ältere Personen ist die Matte auch sehr geeignet, denn ich knie hier drunter, kann den Fisch so reingreifen und heb den hier wunderbar raus. Und ihr seht es, die ist nicht allzu hoch, gibt Modelle am Markt, die sind einen Tick höher. Da muss ich den Fisch so drüber heben. Das geht hier wunderbar. Also perfektes Handling für den Angler und auch sehr, sehr fischsicher. Wir haben noch weitere folgende Ausstattungsmerkmale, und zwar hier ein Ablauf auf beiden Seiten in den Ecken, dann die Füße, die justierbar sind an allen 4 Ecken, wie schon erwähnt. Und ich zeige euch kurz, wie man die Matte zusammenbaut, ganz einfach mit einfachen Handgriffen. Wir haben hier einen Pin, den Pin zieht man und im selben Moment kann ich die Matte einfach zack zusammenklappen, Sand ein bisschen raus, der sich hier natürlich gestaut hat, wickel die gerade so ein und das war's schon. Somit ist die Matte schon zusammengebaut.
Auch bei den Carp Cradles gibt es zwei Größen, und zwar einmal die XL-Version, wie sie hier steht, in 1,35 auf 75, und da gibt es eine kleinere Version, die Standardversion, die ist 1,25 auf 70 cm Breite. Auch bei beiden dieser Cradles passen die STR Weightsling wieder perfekt rein. Ihr seht es, sie sind genau hier bis an die Kante. Man kann die super platzieren, braucht den Fisch nicht mehr rumtragen, rumhändeln, sondern hat die STR Weightsling sauber hier drin liegen, bettet den Fisch ein, hakt den ab, macht die Sling zu, sackt den kurz, bis man das Fotoequipment parat hat, und los geht's. Das war ein kleiner Überblick über die Fox Abhakmatten. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Hoffe, ich konnte euch den Sinn und Zweck der Übung, weshalb man Abhakmatten verwendet, auch ein bisschen erklären. Und abschließend vielleicht noch einen kleinen Tipp von mir. Und zwar, wir haben so kleine faltbare Wassereimer im Programm. Die sind wirklich mini im Transport. Klappt man so zusammen, habt sowas immer dabei. Hier ist so eine kleine Schnur dran, kann man dann ins Wasser werfen, kann dadurch Wasser holen. Habt sowas immer dabei, denn wenn ihr den Fisch händelt, haltet ihn immer nass. Denkt dran, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Lebewesen. Durchs Wasser kriegt er seinen Sauerstoff. Und somit geht ihr sauber und gut mit einem Karpfen um.